Das erste Kapitel. Das eindrucksvollste an Kunschenburg ist sein Himmel, der sich von den siradischen Wäldern im Norden und Nordosten über die Prosna weg zu den Oderwäldern im Westen und Süden hinüberspannt. Die Stadt selbst ist nur ein Häuflein von Dächern unter solcher Übermacht. Gegen 1500 Kunschenburger gab es in früherer Zeit oft weniger, ihre 12.000 und ein paar mehr zählen sie jetzt wohnhaft in den geometrisch geordneten Straßen um den Ring. Dazu kommt noch eine Handvoll Ackerbürger am Haken, dem Pferdemarkt, der außerhalb der verfallenen Stadtmauer am nördlichen Stadtrand liegt. Ein jeder Kunschenburger muss geboren werden, zur Schule gehen, es zu etwas bringen oder nicht, sich verheiraten oder nicht, Kinder in die Welt setzen, erziehen, ernähren oder nicht, zuletzt sterben. All diese Ereignisse, Tätigkeiten oder Unterlassungen verursachen zu ihrer Zeit ein mehr oder minder öffentliches Geräusch. In Großstädten fließen solche Geräusche des Lebens und des Todes zu einem einzigen drohenden Brausen zusammen. Hier in Kunschenburg kann, wer Ohren hat zu hören, mühelos herausfinden, dass die Menschen einander ungleich sind, so in ihrem Alltag wie in den Festen, in ihren Freuden und in ihrem Schmerz. Abgesehen von den Feiertagen der beiden christlichen Kirchen und der Judenschaft gibt es in Kunschenburg noch das Sängerfest im Juni, das Schützenfest am Sedanstag und den Umzug der Fleischerinnung im Karneval. Zu den öffentlichen Ansprachen Landrats von Rummelsburg, die an Kaisers Geburtstag und zur Sedanfeier fällig sind, erscheint der gesamte Landadel des Kreises, die Damen zu gemessenem Ernste aufgewandelt, die Herren in den Uniformen ihrer Regimenter oder den rot wallenden Ordensmänteln des Johanniter- und Malteserordens. Sonst ist die Stadt bei ihren Festen, was sie am liebsten immer wäre, mit sich selbst allein. Der Fleischerumzug am Rosenmontag hat zum ersten Mal in dem unruhigen Mai des Jahres 1848 stattgefunden. Die Stadt verharrte damals in gedrücktem Schweigen. Nur die Fleischer verlangte es aus irgendeinem Grunde mit Macht nach schwarz-rot-goldenen Schärpen, Freiheitsliedern, Fackeln des Fortschritts, mit einem Wort nach einem Umzug zu Ehren des Volkes und zum Ruhm der Revolution. Bürgermeister und Magistrat waren strikt dagegen, da griff Landrat von Trachenberg ein, ein schlauer, besonnener und tatkräftiger Mann. Er bot den Fleischern an, ihren Umzug genehmigen, sogar fördern zu wollen, sofern nur ein paar Kleinigkeiten beachtet würden, wie den landrechtlich festgelegten Brandschutz und die Begleitmusik betrafen. Ferner schlug er vor, gemeinsam zu bedenken, ob nicht die Veranstaltung ihren rechten und würdigen Höhepunkt in einer öffentlichen Armenspeisung finden möchte. Heute noch kommen die 11 Meister bürgerstolz, säbelgegürtet, die schwarz-rot-goldenen Schärpen schräg über der Brust auf dicken, keineswegs schlachtreifen Pferden geritten. Immer noch plagt und qualmt von allen mitgeführten Fackeln nur die eine in der Hand des zuverlässigen Innungsobergesellen, spielt die mitmarschierende Stadtkapelle wechselweise ihr Repertoire an historischen Freiheitsliedern und an preußischen Armeemärschen herunter. Die Feldküche wird gegen die traditionelle, seinerzeit nicht gerade knapp bemessene Gebühr von 3 Talern von der in der Stadt kasernierenden Dragonerschwadron gestellt und die langen, drohend blitzenden Messer in den Händen der 4 blutrot gekittelten Gesellen auf offenen Planwagen dienen zu nichts Ärgerem, als die Hälften eines stattlichen Ebers in kesselfertige Teile zu zerlegen. Der Umzug geht am hohen Vormittag durch die Straßen. Die Ausgabe der nahrhaften Fleisch- und Erbsensuppe findet ihrer langen Garzeit wegen erst in der 4. Nachmittagsstunde und auf dem Haken statt. Sie beginnt, sobald der gegenwärtige Obermeister Duda jene historische, vom Landrat Trachenberg persönlich entworfene Ansprache verlesen hat, in der es wörtlich heißt, dass diese Speisung namentlich unseres allergnädigsten Königs und Herrn für ihrer Majestät geliebte Stadtarmut, geliebte, verdiente Militärveteranen
als auch geliebte, verdiente Militärveteranenwitwen mit allerhöchster Bewilligung und Wohlwollen durch ihrer Majestät geliebte allhüsige Fleischerinnung auf gedachter Innung eigene, in keiner Weise erstattbare, noch überhaupt einklagbare Kosten vorgenommen und feierlichst gehalten werden darf. Danach rufen die Armen ihr heiseres Hurra, greifen die Meister Duda und Pschirembel zu ihren großen Kellen, fängt die Stadtkapelle an, den russischen Schlusschoral des großen Zapfenstreichs zu spielen, ich bete an die Macht der Liebe. Ja, sollte man denn sowas überhaupt für möglich halten, sagte ein fremder Tuchreisender am Mittagstisch des Bahnhofshotels, nachdem er den Umzug angesehen, die Ansprache angehört hatte, zu seinen Kollegen und haute vor Verwunderung auf den Tisch, dass die Biergläser sprangen. Ich versichere Sie, meine Herren, gäbe es hier den Korrespondenten eines freisinnigen Blattes, er würde sich die Finger wundschreiben über ein schlagendes Beispiel für das Schicksal von Revolutionen und revolutionären Traditionen im preußischen Staat. Solche Kerle gibt es hier aber nicht, erwiderte sein Nachbar trocken. Der Wind, der die Blätter verweht, treibt sie auch wieder zusammen, pflegen die Wasserpolaken des Kreises Kunschenburg bei ihren Abschieden sorglos zu sagen. Die Kunschenburger selbst haben nichts von der soldatischen Sorglosigkeit der Bewohner des Landes draußen. Ihre Stadt ist ernst und alt. Die längste Zeit ihres Bestehens hat sie für die Obrigkeiten aller schlesischen Fürstentümer irgendwo jenseits der Pschezeka, des mit Verhauen bewährten uralten Grenzwaldes gelegen, für die linksodrigen Städte außerhalb jeden Horizonts. Eine kleine deutsche Insel im slawischen Meer, wie Kunschenburgs einziger Dichter seine liebe alte Stadt einmal nannte. Dieses Wort, der Auftrag, den es enthält, hat die Kunschenburger misstrauisch und empfindlich gemacht. Da ist das wasserpolnische Idiom landgeborener Mütter und Großmütter, das vielen von ihnen anhaftet, wie zäher Lehm am städtischen Schuhwerk klebt und sich selbst im Küchenlatein musterhafter Quartaner bemerkbar macht, wenn sie draußen wiedergeben, was sie daheim in wohlgeformten deutschen Sätzen zu hören bekommen. Ecke Kupza, sprechen sie untereinander beim Anblick des reichen Delikatessen Nepomuk am Ringe. Ecke Kupza, subspezige Nepomukow, sieht die Welt Pravdie einfach aus. Oder Nepomuk blickt trübe, weil ihm sein verständigster Kunde starb, der alte Graf Rovnensky, für den der Kaufmann eigens die teuren Fässchen mit meeresfrischen bretonischen Austern in sein Angebot aufgenommen und aus purer Verehrung nach Eintritt der rovnenskischen Zahlungsunfähigkeit noch jahrelang rechnungsfrei ins Lankowitzer Schloss geliefert hat. Ecke Nepomuka, sagen die Quartaner dann, Kupiec, Fazit, Gravita, Aliquid cum. Es ist für die Quartaner nicht ohne Risiko, derart polackische Verhunzung klassischen Erbes zu betreiben. Sie können leicht Opfer werden des leicht verletzlichen Nationalgefühls ihrer Väter und Paten, das gelegentlicher Selbstbestätigung bedarf. Im königlichen Gymnasium an der Oppelner Straße dagegen gibt man auf nationale Fragen nicht viel. Unter Leitung des jüdischen Direktors Dr. Jankel, Verfasser einer im Reich viel und zwiespältig besprochenen preußischen Pädagogik, werden dort nicht die wärmenden Ideen der Gleichheit im gemeinsamen Volkstum vermittelt, sondern die kalten, strapaziösen Werte des Dienstes und der Hierarchie. Es ist schon ein paar Jahre her, seit Andreas Reven auf Lofkowitz und der Kunschenburger Amtsgerichtsratssohn Hugo Krumm dieses Gymnasium, Hede Schlonsock aus Lipini und Frieda Trachenberg aus Jaschin die städtische höhere Mädchenschule besuchten. Ein bemerkenswertes Quartett. Die Mädchen waren gute Schülerinnen. Die schlanke blonde Hede ein unruhiges Bündel zielbewusster Energie und die sehr ruhige, etwas zu breitschultrige Jaschina Baroness. Auch der Stämmige aus Wiesbaden gebürtige Hugo zählte in jeder Klasse zu den drei Besten,
Im Übrigen schwankte er zwischen einer Neigung zu idealer Jugendbewegtheit und der Überzeugung, dass einem intelligenten jungen Mann phlegmatisch überlegener Zynismus angemessen sei. Andreas war da anders. Hugo dachte bei sich, man hätte diesen Adelsspross in seiner dünnen Länge besser als Schlagbaum quer über die Lofkowitzer Grenzbrücke legen, als ihn aufs Gymnasium schicken zu sollen. Er war so haarsträubend unschuldig, dass die meisten Mädchen ihn mit jener verehrungsvollen Bewunderung betrachteten, die junge Mütter in sich aufblühen fühlen, wenn sie auf den brüllenden Inhalt der Familienwiege niederblicken. Andreas brüllte nicht. Er sprach leise, zögerlich mit seiner tiefen, weichen Stimme, was jedoch den Eindruck kostbarer Hilflosigkeit nur noch verstärkte. Hugos Unglück war, dass er damals eine rasende Verliebtheit in Andreas Cousine, die breitschultrige Freda, mit sich herumschleppte. Nach Unterrichtsschluss sah man die vier oft um eines der, der runden Marmortischchen im Schülercafé am Bahnhofsende der Stadt versammelt. Die Auswärtigen verbrachten dort die Wartezeit auf ihre Züge und verkürzten sie sich mit dem massenhaften Verzehr von Torf. Torf war ein klebriges, dunkelbraunes Zeug von türkischer Übersüße, das Hugo verabscheute. Aber er wartete mit und futterte mit in der wütenden Hoffnung, wenigstens auf diese Weise einmal Fredas wohlwollende Aufmerksamkeit zu erregen. Er hätte gern auf Torf als geeignetes Beispiel verwiesen, wenn Andreas wieder einmal über jene Ernährungsweise redete, die der Entwicklung tiefer Gedanken förderlich sei, doch blieb ihm jede Demonstration ironischer Überlegenheit verwehrt. Er musste andächtige Anteilnahme heucheln, wenn anders ihn nicht einer der langsamen, entschiedenen Blicke aus den grauen Augen der heimlich Geliebten nachdrücklich zur Ordnung rufen sollte. Hugo war jedes Mal erleichtert, wenn die Auswärtigen endlich abgefahren waren und die quälende Torffresserei für diesen Tag ein Ende hatte. Zumindest blieb ihm die Hoffnung, dass Andreas und Freda einander draußen schwerlich treffen konnten, weil ihre Mütter in kreisbekannter Feindschaft miteinander lebten. Er konnte viele von Lichtenbergs bissigsten Aphorismen auswendig hersagen, verehrte Nietzsche, aber nur bis zu gleichsam zufälligen Hinweisen auf Darwins Entwicklungslehre und Böhnsches Liebesleben in der Natur wagte er sich im Schülercafé zuweilen vor. Nur einmal vergaß er sich und erzählte begeistert vom schneidigen Oppelner Oberschulrat und der schüchternen Boje. Die Boje, das war der alte Lateinprofessor Lozin mit der ewig laufenden Nase, und der überlegene Herr aus Oppeln hatte ihn ungeordneten, auch etwas schmuddeligen Anzugs wegen nach allen Regeln der Kunst heruntergeputzt. In einer Flurecke, aber laut genug, die zunächst liegenden Klassen alles mithören zu lassen, das schüchterne Gestammel der Boje, des Oberschulrats eisige Ironie. Hugo zitierte mit Wohlgefallen und kam beim schlafmützigen Andreas sehr schlecht an. Lozin durfte sich nicht wehren, sagte er mit ungeahnter Schärfe. Und einem Wehrlosen gegenüber ist Ironie nicht erlaubt. Eigentlich ist sie immer unwürdig und schändet nur den eigenen Mund. Ich an deiner Stelle, Hugo, würde nicht gerade diesen Schulrat preisen. Diesmal grollte Hugo sogar Freda, obwohl sie ihm heute keinen ihrer strafenden Blicke hatte zukommen lassen. Nein, Hede und Freda hatten unbewegten Gesichts ihren Torf gekaut, auch Hede, jawohl, obwohl man den Verdacht hegen durfte, dass sie beim Anhören von Andreas gottseligen Menschenfreundlichkeiten oft auch nur so tat, als ob sie täte. Die moralische Keile, die er bezogen, bewog Hugo zu dem Entschluss, nie mehr mit ins Schülercafé zu gehen, und einen Tag lang hielt er sich daran. Danach aß er sogar noch ein Stück Torf mehr als sonst, alles seiner großen, unerfüllten Liebe wegen und sich selbst zur Strafe. Nichts dauert ewig, auch die Schulzeit nicht. Freda schied als erster, auf sie wartete ein Pensionat in der französischen Schweiz. Andreas verschwand 2 Jahre später mit notdürftigst erlangter Primareife. Gott segne seine Studia, aus ihm wird nichts. Halleluja, sagte Hugo zu Hede, nicht mehr im Schülercafé, sondern auf dem Tanzstunden-Jubiläumsball.
Ich habe ihm seine Langeweilereien vergeben. Er geht einen schweren Gang. Hede lächelte nachsichtig. Wissen Sie, Hugo, was Freda sagt? Andreas braucht überhaupt nicht zu werden, sagt sie. Er ist etwas. Seien Sie schon nicht mehr so eifersüchtig, Krümchen. Es nützt ja nichts. Ich eifersüchtig? Auf Andreas? Sagte Krümchen schwer atmend. Wer im Glashaus sitzt, mein gnädiges Fräulein, soll nicht mit Steinen werfen. Pff, machte Hede, drehte sich um und verschwand im glänzenden Getümmel. Von nun an standen sie ganz und gar wie Hund und Katze miteinander und achteten beide darauf, dass es zu keiner Begegnung mehr kam, denn Hede wohnte nun auch in der Stadt, in der Pension der Frau von Fragstein auf der Hakenstraße, um konzentriert für ihr Abitur arbeiten zu können. Und als sie dann endlich auf ihre Universitäten abgingen, hatte Hede sich vorher durch Nachschlagen im Atlas vergewissert, dass München und Heidelberg nicht unmittelbar benachbart sind. Hugo kannte die westliche Topographie aus eigener Anschauung, aber von Ferne gesehen liegt alles so nahe zusammen. Nichts dauert, selbst die Feindschaft nicht. Zu Beginn ihrer zweiten Semesterferien rannten sie beim Umsteigen in Dresdner Hauptbahnhof mit den Köpfen gegeneinander und konnten nicht umhin, ein paar bedauernde Worte auszutauschen. Danach wäre es unhöflich gewesen, nicht in dasselbe Raucherabteil zu steigen, auch langweilig, so ganz ohne Ansprache die weite Strecke nach Breslau hinter sich zu bringen. Die zuletzt geradezu herzlich gewordene Unterhaltung konnte man nicht gut im überfüllten Bahnhofsrestaurant fortsetzen. Sie wollten für die beiden Wartestunden lieber in das hübsche Café an der Liebigshöhe gehen, verließen den Bahnhof und tauchten erst am folgenden Morgen zum 8-Uhr-Zug wieder auf. Hede voran, Hugo im Abstand von 50 Meter folgend, betraten sie den Bahnsteig 1 und bestiegen nacheinander das erste und das letzte Abteil des aus 4 grün lackierten Waggons und einer altertümlichen Lokomotive bestehenden Zuges in die heimische Provinz. Und so, mit nicht mehr zufälligem Treffen in Dresden, gemeinsame Reise nach Breslau, Übernachtung dort und getrennter Weiterfahrt mit dem 8-Uhr-Zug am folgenden Morgen, vollzieht sich fortan für sie ein jeder Semesterferienbeginn, wenn irgend möglich auch die Weihnachtsreise. Hede sitzt im ersten Wagen und sieht darum als erste und einzige die drei Türme Konschenburgs wie Spargelspitzen, zwei Dücke, eine dünne, aus der sommergrünen, herbstbraunen oder winterweißen Ebene des Proslanlandes sprießen, während im letzten Abteil des letzten Waggons ein beleibter Heidelberger Germane ein Schläfchen hält. Keine Feindschaft mehr zwischen ihnen, nur Takt und Feingefühl und Diskretion. Der Wind, der die Blätter verweht, treibt sie auch wieder zusammen, sagen die Schlonsaken in ihren Dörfern. Zuweilen, wenn der Wind bei Laune ist, trifft das sogar zu. Zweites Kapitel. Kinder sind, was sie werden, wachsen auf und werden, was sie sind. Die Alten tun indessen das ihre. Der Jaschiner Trachenberg, dessen Großvater die Konschenburger Fleischer zur königstreuen Revolution auf den Marsch durch die Jahrzehnte bewegte, vermehrte seinen Besitz und wurde Herr auch auf zwei Gütern im Süden der Provinz. Die fetten Kühe, die guten Jahre, auch in ihnen geht es wie immer. Die einen kommen herunter, die anderen haben ihren Nutzen davon. Die ausgedehnten Besitzungen des Fürsten Henkel, jüngerer Linie, waren im Jahr 1909 gänzlich unversehens unter den Hammer gekommen. Eine jener Magnatschaften, die in der Verfallszeit des Opplischen Piastenhauses entstanden, inzwischen mit unzähligen Domänen, Vorwerken, städtischem Grundbesitz, machtvollen Anteilen an den Ressourcen und Werken der oberschlesischen Schwerindustrie, jede für sich weit höheren Wert repräsentierten, als vordem alle Herzogtümer an der jungen Oder zusammengenommen.
Die Anmeldung des fürstlichen Konkurses wirbelte viel Staub auf, auch im Kreise Konschenburg. Einen solchen Besitz kann man weder vertrinken wie ein Mensch, noch mit losen Frauenzimmern verjucheien wie ein Narr. Man schafft das einfach nicht. Auch die breiteste Natur hat ihre Grenzen. Faulheit ist erst recht kein geeignetes Mittel. Ein Vermögen, das diesen Namen verdient, vermehrt sich ungestört von selbst, weswegen auch das fürsorglichste Familiengesetz keinen Paragraphen gegen schlichtes Nichtstun kennt. Man kann einen solchen Leviathan von Vermögen nicht einmal verspielen wie ein Russe. Das dauert zu lange. Die Verwandtschaft wird aufmerksam werden. Es droht das Kuratel. Nein, es bleibt nur eins. Ungezügelter Fleiß, emsige Tätigkeit, laienhafte Großspekulationen an der Börse, das alles möglichst von akademischen Experten und Beratern vorentworfen und von ihrem Rat begleitet. Dann geht es schon, sagte der alte Gerald Hofer-Studnitz vor der repräsentativen Auswahl des Prosna-Adels, die sich allfreitäglich im kleinen Herrenzimmer des Krogmannschen Hotels beim gelben Macon zu treffen pflegte. Fürst Henkel war um seine Meinung nicht mehr zu befragen. Er hatte seinen Wohnsitz vom Kreise Beuthen in das Land seiner Vorväter verlegt und lebte, wie man hörte, dort in Frieden. Der Staub, der vor den 6 Fenstern seiner kleinstädtischen Mietwohnung wölkte, kam jedenfalls von nichts Ärgerem als den bloßen Füßen sorgloser Zigeunerinnen und den Hufen ausladend gehörnter Pusta-Rinder, die von stolzen Magyaren über die ungepflasterte Straße zweimal wöchentlich zum Verladebahnhof getrieben wurden. Die fürstlichen Ländereien befanden sich indessen, wie das Kammerblatt es ausdrückte, auf der Wanderung zum besseren Wirt. »Die Kerls haben nicht mal Sprachgefühl«, sagte Trachenberg. »Es ist der Wirt, der zum Acker wandert. Ich jedenfalls fahre übermorgen nach Rübnik. Es gibt da ein paar Domänen, die ich mir genauer ansehen möchte. Falls einer der Herren Lust hat, mitzukommen.« »Nicht einen Pfennig investiere ich dort.« Der alte Studnitz hob abwehrend die Hände und die anderen nickten. »Denken Sie an die Leuteverhältnisse, Trachenberg. Nicht wie störrische Polen. Gott soll schützen.« »Was heißt hier Polen?« erwiderte Trachenberg ärgerlich. »Sie sollten dem Ostmarkenverein nicht alles glauben. Dem alten Rownenski auch nicht. Der sieht von seinem leeren Schloss her überall blutgierige Insurgenten wie, pardon, ein Säufer weiße Mäuse. Schlonsaken sitzen da. Die gleichen wie bei uns. Natürlich, wenn man ihrer Katholizität zu nahe tritt, ihnen die Muttersprache am liebsten verbieten möchte, dann fangen sie irgendwann an, Korfantis Geschwafel für einen Anhang zum Evangelium zu halten. Ich würde mich hüten, solche Dummheiten zu machen. Wenn auch meine Frau so rabiat deutsch denkt, dass man 3 Kammerherren Oldenburg aus ihr schnitzen könnte. Prost, meine Herren. Es möge nützen. Der Wein ist ja danach. Die Domänen Trojuska und Wodrane, halben Weges zwischen Rübnik und Ratibor, aber noch im Kreise Rübnik gelegen, das waren 8000 Morgen Äcker, Wiesen, Weiden, Wald, samt einer Brennerei mit 200.000 Liter Kontingent, einem stillgelegten Sägewerk und einer ebenso verödeten Flockenfabrik. Trachenberg musste 850.000 Goldmark auf den Gerichtstisch legen, mehr als noch einmal so viel blieb in Hypotheken stehen, dazu ein unmäßig angeschwollener, hoch zu verzinsender Betriebskredit der Industriebank von Ratibor. Aus dem verräucherten Sitz der fürstlichen Generaldirektion im Revier fuhr er nach Erledigung der letzten Formalitäten in rappelndem Bummelzug sofort noch einmal nach Rübnik hinüber. Der Syndikus von Moffelmann, ein strahlend optimistischer, rundgesichtiger Pommer, der etwaige Interessen des Fürsten bei der Geschäftsabwicklung zu vertreten hatte, war mit ihm bis auf den Bahnhof gekommen. »Hier gibt's für mich sowieso nichts zu tun«, hatte er fröhlich erklärt. »Alles futsch und perdu, lieber Trachenberg. Gott allein weiß, wie diese Schweinerei plötzlich über uns gekommen ist. Ein Fallstrick. Sie haben einen guten Griff getan, Baron Trachenberg, einen sehr guten Griff. Meinen Glückwunsch, in der Tat. Ich an Ihrer Stelle würde die Beamten behalten. Sehr ordentliche Leute alle 6, sehr ordentlich. Bis auf die üblichen Kleinigkeiten. Ab und zu mal einen zechennahen Kartoffelschlag an die Personaldirektion als Arbeiterdeputat verkauft.
trotzdem Akkordlohnbeträge in die eigenen Bücher geschrieben. Wissen Sie, wie wir das erfahren haben? Ein des Lesens und Schreibens kundiger Wasserpolak, das gibt's tatsächlich, hat es dem Fürsten geschrieben. Geehrter und geliebter Herr, und so weiter. Als ob der Fürst jemals einen solchen Leutebrief gelesen hätte. Wir haben schallend lachen müssen. Geehrter und geliebter Herr. Ha. Wir haben die Herren trotzdem behalten. Kennen Land und Leute unersetzlich, einfach unersetzlich. Vor allem der Ober. Wohnt übrigens in Volbrane, Sie werden ihn kennengelernt haben. Knorriger Kerl, sehr trinkfest, heißt Woschnitza und stammt aus einem dieser Nester hier. Kosel oder Prostrelitz oder Guten Tag. Jedenfalls hat er viel gegen das verdammte Wasserpolnisch in seinen Betrieben unternommen. Nein, Sie müssen ihn einfach behalten, Trachenberg. Köstlicher Gesellschafter. Natürlich bloß, wenn sonst niemand. Dies waren Moffelmanns fröhliche Ratschläge gewesen. Vor dem Bahnhof in Rübnik stand keine Droschke. Trachenberg ließ auch keine herbeordern, sondern machte sich auf den Weg. Die beste Gelegenheit, die Umgebung genauer kennenzulernen. Es waren 17 Kilometer, etwas mehr als 3,5 Stunden schätzungsweise, und er war 1,93 Meter groß und wog 230 Pfund. Am Stadtrand begann eine schmale, kirschbaumbestandene Chaussee, und er ging im weißen Staub des Landwegs, der die befestigte Fahrbahn seitlich begleitete. Der Maihimmel war tiefblau, das Land hügeliger als der Kreis Konschenburg. Man spürte die Nähe der Beskiden. Adler kreisten. Trachenberg dachte, dass die Dominial- und Bauerngäule in den jungen Kartoffelschlägen viel zu leicht seien für die schwere Herbstarbeit, die Hänge auf und ab. Zweimal kam er an Zechenschornsteinen vorbei, die seitab aus Tälern qualmten, Arbeiterkolonien, in denen Kruzifixe und Marienbilder zahlreicher waren als Büsche und Bäume, zogen sich mit hässlichen, rot geziegelten Häuserzeilen ein paar hundert Meter weit an der Straße hin. Nach 2 Stunden rastete er am Waldrand auf der Höhe eines Hügels. Er saß da, rauchte und betrachtete das einen Kilometer Hügel abgelegene Dorf, als etwas gegen seine ins Gras gestützte Linke stieß, sehr energisch und 4-mal hintereinander. Ein Hirschkäfer, ein breiter, kräftiger Kerl, war auf grau getretenem Mäusepfad herangekommen und begehrte Durchlass. Trachenberg nahm die Hand gehorsam fort und der Hochgeweihte krabbelte, über kleine Zweige hinwegschwankend, grußlos davon. Ein Wappengenosse. Nach Brauch und Sitte war dieser zuerst zu grüßen. Friedrich Wilhelms Vater hatte es so gehalten und es brachte Glück. 100 Jahre, Panie Bratje, wünschte Trachenberg gut gelaunt, und 100 Frauen. Dann widmete er seine nachdenkliche Aufmerksamkeit wieder dem Dorf. Ein Rudel kleiner, dunkler Höfe, um einen weißen, zwiebeltürmigen Kirchturm geschart, fromm lauschende Wölfe, kauern zu Füßen eines beleibten heiligen Franz. Fromm ja, katholisch dazu, aber Wölfe seid ihr geblieben. Sie waren niemals Kläffer gewesen, aber sie bissen und rissen, wenn jemand ihnen ans Leder wollte. Trachenberg dachte es mit einer sonderbaren Befriedigung. Von einer wilden Großmutter her flossen in ihm nur ein paar Tropfen Blutes der frommen, grausamen und verschlagenen, längst in Trunksucht und Verfinsterung untergegangenen Herren und Herzöge auf der Oppelner Burg. In solchen Dörfern lebten sie und ihr Charakter leibhaftig fort und fort. Er griff nach seiner Reisetasche und stand ächzend auf, um weiterzugehen. Hoch und weit, so gut wie unversehrt. Moffelmann, der fröhliche Moffelmann, hatte es bereits erwähnt, der Zusammenbruch war zu plötzlich gekommen, als dass mit kopflosen Rettungsversuchen alles hätte ruiniert werden können. An einem vereinzelt in Bachwiesen stehenden Hof half er der alten Bäuerin, die entlaufende Kalbe einzufangen. Außer Atem gekommen, wurde er in den Hof und in die Küche gebeten und bekam ein Glas Milch zu Dank. Die Frau, krumm und verrunzelt,
hatte die scharfen Züge der Tatra-Guralen oder der schwarzen Kroaten, die in diesem Lande vor 1000 Jahren reiterlich gelebt. Aus Alters hellen Augen blickte sie ihn forschend an. Sie sind angezogen wie ein Administrator, stellte sie fest. Aber solche gehen nicht zu Fuß, reden nicht in unserer Sprache und fangen mir nicht die Kalbe ein. Bei welchem Regiment haben Sie gedient, Herr? Bei den Frankfurter Grenadieren. Das ist ein Leibregiment. Gehorcht der Mecklenburgerin auf Befehl. Lauter große Leute. Die Offiziere von altem Adel. Mein Rudersohn ist dabei. Hat es zum Sergeanten gebracht. Ich bin die Gendjorka. Und ich heiße Trachenberg. Der Hass fällt wohl. Der Herzog. Nicht so hoch. Ich bin euer neuer Nachbar auf Trojowka und Wolbrane. Hauptmann der Reserve von Trachenberg aus dem Kreise Konstenburg. Eine schöne Gegend, nur nicht so hügelig wie hier. Eine schlechte Gegend, nörgelte die Alte. Evangelische schon sagen. Werdet alle in der Hölle braten in Jesu Namen. Wenn man euch nicht schon hier. Sie machte die unmissverständliche Gebärde des Halsabschneidens. Dazu gehören zwei, sagte Trachenberg amüsiert. Er begann sich sehr heimatlich zu fühlen. Wir sind auch nicht die Feigsten. Geht man uns zu Leibe, wehren wir uns. Takt euch erst. Die Alte nickte nachdrücklich. So ist es wohlgeboren. Der Mensch will nicht, wie er soll. Der reinste Rüpel. Schliche kam, stiegen die Lerchen aus räudigen Kartoffelfurchen und schütterstehenden Getreidesaaten, aber es waren Unkräuter der anspruchsvolleren Sorten, die darin wuchsen. Die Wälder standen hoch und weit, so gut wie unversehrt. Moffelmann, der fröhliche Moffelmann, hatte es bereits erwähnt, der Zusammenbruch war zu plötzlich gekommen, als das mit kopflosen Rettungsversuchen alles hätte ruiniert werden können. An einem vereinzelt in Bachwiesen stehenden Hof half er der alten Bäuerin, die entlaufene Kalbe einzufangen. Außer Atem gekommen, wurde er in den Hof und in die Küche gebeten und bekam ein Glas Milch zu Dank. Die Frau, krumm und verrunzelt, hatte die scharfen Züge der Tatra-Guralen oder der schwarzen Kroaten, die in diesem Land vor 1000 Jahren reiterlich gelebt. Aus Alters hellen Augen blickte sie ihn forschend an. Sie sind angezogen wie ein Administrator, stellte sie fest. Aber solche gehen nicht zu Fuß, reden nicht in unserer Sprache und fangen nämlich die Kalbe ein. Bei welchem Regiment haben Sie gedient, Herr? Bei den Frankfurter Grenadieren. Das ist ein Leibregiment. Gehorcht der Mecklenburgerin auf Befehl. Lauter große Leute. Die Offiziere von altem Adel. Mein Rudersohn ist dabei. Hat es zum Sergeanten gebracht. Ich bin die Gendjorka. Und ich heiße Trachenberg. Der Herzog, der Hass fällt wohl. Der Herzog? Nicht so hoch. Ich bin euer neuer Nachbar auf Trojowka und Wolbrane. Hauptmann der Reserve von Trachenberg aus dem Kreise Konstenburg. Eine schöne Gegend, nur nicht so hügelig wie hier. Eine schlechte Gegend, nörgelte die Alte. Evangelische Schlonsacken. Werdet alle in der Hölle braten in Jesu Namen. Wenn man euch nicht schon hier. Sie machte die unmissverständliche Gebärde des Halsabschneidens. Dazu gehören zwei, sagte Trachenberg amüsiert. Er begann sich sehr heimatlich zu fühlen. Wir sind auch nicht die Feigsten. Geht man uns zu Leibe, wehren wir uns. Takt euch erst. Die Alte nickte nachdrücklich. So ist es, wohlgeboren. Der Mensch will nicht, wie er soll. Der reinste Rüpel. Willst du ihn zum Guten bekehren, schon faucht er wie ein Luchs, hüpft wie ein Bock und tritt nach vorn und hinten wie ein Hengst. Drum die vielen Kriege. Aber mit Gott und weil sie mir die Kalbe gefangen haben, wohlgeboren, wollen sie noch Milch. Sie goss schon ein. Die Milch, noch warm vom Euter, schäumte. Was ich Ihnen sagen möchte, jagen Sie die Beamten weg, wenn Sie dort anfangen. Taugen nicht alle zusammen. Stehlen die Schrucker, die Elster und schlafen lange. Eigentlich müsste ich ja den Mund halten vor dem Konstenburger. Bloß wegen dem Regiment, sage ich. Bloß deswegen. Der Brudersohn möchte mich sonst zerreißen. Sie begleitete Trachenberg zum Hoftor
und deutete mit arbeitskrummen Finger die Straße entlang, die das Bachtal durchquerte und hinter der Holzbrücke wie der Hügel anlief. Noch zweimal bergauf und zweimal bergab, dann sind sie in Trojówka. Wolbrane liegt nochmal eine halbe Stunde weiter zum Ratiborschen hin. So alt sie war, sie vollführte eine kleine Verbeugung. Wir danken in der Jenjionam ergebenst für den Besuch. Ich bin seine Mutter. Sie können immer wieder kommen, wohlgeboren, werden willkommen sein und wenn auch mitten in der Nacht. Dann ging sie krumm und etwas lahmend zurück über den Hof und in den Stall. Sein Durst und sein Bedürfnis nach Unterhaltung waren gestillt. Es war später geworden als vorgesehen. Die letzten Gespanne zogen von den Feldern und wieder schienen ihm die Pferde zu leicht. Ochsen müssen her. Ein 14-Jähriger kann sie regieren. Sie tun ihre Arbeit langsamer als Pferde. Dafür wachsen sie dabei ins Geld. Die Sonne, futterrübenrot, versank hinter den Wäldern des Herzogs von Ratibor, die sich tiefer und tiefer erblauend zur mährischen Grenze hin erstreckten. Auf der Höhe des letzten Hügels stand ein wilder Birnbaum, im Gezweig saß eine Elster, sie wippte mit den Stoßfedern und begann misstönend zu schimpfen, als er unter ihr stehen blieb. Im Tal lag Trojówka, dem weißen Kirchturm an seiner Spitze folgend, wallfahrtete das schwärzliche Rudel der Höfe durch das weite Gesenke abendwärts. Das ungefügige Viert der Domäne war abseits vom Dorf wie ein Vor an den Abhang des nächsten Hügels gesetzt. Er spürte, wie der Fieberschauer aufsteigenden Ärgers ihn überlief. Der Herzog dort drüben, der fränkische Hohenlohe im Raudener Schloss, pflegte die Bewohner seiner Walddörfer in deren Sprache anzureden. Übrigens war es auch eher unwahrscheinlich, dass dieser große Herr, war er einmal anwesend, an ihn gerichtete, geehrter und geliebter Herr, Briefe ungelesen ließ. Trachenberg kannte ihn persönlich, war ein paar Mal Jagdgast in Rauden gewesen, eine Ehre, wie er wohl wusste, nicht seinem Freierntitel, sondern der Zugehörigkeit zum Regiment der renitenten Mecklenburgerin verdankte. Die Beamten dagegen verweigerten das Wasserpolnische, so dort wie hier wie überall. Moffelmanns Unersetzliche unternahmen sogar etwas dagegen. Betrüger sind sie außerdem. Er beschloss schwer atmend, heute Nacht nicht mehr hinzugehen. Ärger soll man eine Nacht lang schlafen lassen. Die schon halbdunkle Dorfstraße roch nach Kuhstall und dem Flieder in angrenzenden Gärten. Buntberockte Frauen und Mädchen kehrten aus der Maiandacht zurück. Er wurde gegrüßt, musste immerfort zurückgrüßen, schließlich behielt er den Hut gleich in der Hand. Im Gasthaus, wo er bei der Vorbesichtigung zu Mittag gegessen, stellte der jüdische Wirt ihm ein Fischgericht auf den Tisch. Es schmeckte nach Knoblauch und nach dem Sauerampfer, der die Zitrone hier in Ehren vertrat. Die Schlafkammer im Dachgeschoss roch nach den vorjährigen Zwiebelzöpfen, die man seinetwegen hinausgebracht hatte. Auf dem Fußboden stand die Holzbütte mit heißem Wasser. Er spülte sich den Wegstaub vom Leibe, entfaltete sorgfältig das riesige weiße Nachthemd aus seiner Tasche, streifte es über den Kopf und legte sich in die rot karierten Kissen. Dann streckte er sich lang aus. Das Bett, Gottlob, ließ es zu. Nach einem kurzen Nachtgebet, in dem die Bitte um Verleihung von Weisheit für die Entscheidungen des kommenden Tages an vordringlichster Stelle rangierte, schlief er sofort ein, die beizende Trockenheit der Zwiebelzöpfe in der Nase, das vom Erdgeschoss heraufdringende Gebrumm der Abendgäste im Ohr. Er betrat die Verwaltungsräume im Erdgeschoss des von hohen Kastanien beschatteten ehemaligen Herrenhauses kurz vor 8. Seine Ankunft musste sich herumgesprochen haben. Die Beamten waren bereits auf den Feldern und die Sekretärin, die ihm das meldete, blickte ihn eher furchtsam als erschrocken an. Sie sah ältlich und zuverlässig aus. Die Aktenbände in den Regalen hatten schon bei der nicht vorgemeldeten Besichtigung in tadelloser Ordnung dagestanden. Die laufenden
Eintragungen in die Bücher waren in säuberlicher Schrift gehalten und offensichtlich korrekt. Sie hieß Robok, Elise Robok aus Kles, wo ihr Vater fürstlicher Jagdaufseher gewesen war. Sprechen Sie auch Polnisch? Erkundigte er sich interessiert. Nein. Das kam zaghaft, aber sie erweibte sich. Natürlich nicht, Herr Baron. Natürlich nicht. Er nickte. Dann wechselte er in die Hofe übliche Umgangssprache über. Wielkom mi spoda, paninka. Wobec tego nie banden jun mój zatrzymać. Das heißt, es tut mir leid, Fräulein, dann werde ich Sie nicht behalten können. Sie bekam es fertig, im selben Augenblick bleich zu werden und zu erröten. Bardzo was przeproszam, panie baronie, brachte sie mühsam heraus. Tega echne widiata. Entschuldigen Sie, Herr Baron, ich wusste nicht. Ihre kleinen, runzligen, hilflosen Hände flogen, als sie nach dem Taschentuch griff. Schon gut, Frau Robok, schon gut. Weibertränen irritierten, ja entsetzten ihn. Auch mein neuer Oberinspektor wird sachkundige Unterstützung brauchen. Ich bin froh, dass Sie bleiben wollen. Sie hatte davon kein Wort verlauten lassen, nahm aber seine ersten Aufträge bereits wieder vollkommen gefasst entgegen. Auf nichts ist so wenig Verlass wie auf weibliche Hilflosigkeit. Um 11 sollten die Beamten beider Domänen hier versammelt sein. Ein Ferngespräch nach Jaschin, Inspektor Feinfuchs, Ruf Nummer 2, war anzumelden. Schließlich ein kleines Frühstück zuzubereiten. Das Koschere vom Lechnitzer in allen Ehren, aber es hatte der Schinken gefehlt. Während die ermunterte Robok im Nebenraum die Kurbel des Wandapparats knarren ließ, stand Trachenberg mit auf dem Rücken verschränkten Händen am Fenster und blickte durch den Kastanienschatten auf den in blendender Morgensonne daliegenden grasbewachsenen Wirtschaftshof. Im zerschlederten Kuhstalltor drüben ließ sich die rot-weiße Bluse eines an der Wand lehnenden Schweizerburschen erkennen und auch sonst regte sich nichts. Aber er war mit sich zufrieden. Die Beamten würden ihre fristlose Entlassung mitgeteilt bekommen, eine orts- und leutekundige Sekretärin mit einem ganzen Schnurrbart auf den Zähnen war bereits dingfest gemacht. Feinfuchs hatte die Stelle des Oberinspektors anzutreten und die zu seiner Assistenz zu engagierenden Bauernsöhne aus möglichst alteingesessenen Familien der Gegend sollten sich binnen einer einzigen Woche finden lassen. Er dachte schon weiter. Der zuverlässige Händler Epstein aus Konschenburg sollte hierher geschickt werden, um, bis auf ein paar unumgänglich notwendige Gespanne, den Pferdebestand en bloc zu übernehmen. Feinfuchs konnte sich die notwendigen Ochsen, je 3 auf 2 Pferde, in der Umgebung selbst zusammenkaufen. Flottenfabrik und Sägewerk waren am besten von ein paar anzuwerbenden, ausgedienten Unteroffizieren der Pionier- und Eisenbahntruppe neu in Betrieb zu setzen. Der Kosel der Zuckerfabrik sollte eine Erhöhung des Rübenkontingents ohne besondere Schwierigkeiten abzuhandeln sein. Nein, Trachenberg war nicht nur zufrieden, er war dankbar. Gott hatte zur erbetenen Weisheit noch ein paar brauchbare Einfälle mitgegeben. Inspektor Feinfuchs ist am Apparat, meldete die Robo knapp und verließ die Verwaltung, um sich irgendwo hausfraulich zu betätigen. Während er hinüberging, tauchte die Gestalt seines langjährigen Jaschiner Beamten vor seinem inneren Auge auf, zu elegant für seinen Geschmack, Perle im Schlips zu hohen Stiefeln, aber tüchtig, sehr verlässlich. Leider war da die degutante Beziehung zu einer dem Jaschiner Haus weitläufig verwandten Dame. Sogar für diesen Feinfuchs hat Gott Sorge getragen, hätten sich nicht Trojufka und Wolbrane gefunden, man hätte ihn entlassen müssen. Hier Trachenberg. Genau eine Woche später saß Trachenberg im Kastanienschatten neben dem Fenster desselben Raumes reisefertig in dem geräumigen Lehnsessel, der auf dem Hausboden glücklich aufgetrieben worden war. Ihm gegenüber auf unbequemeren Schemel hatte Feinfuchs Platz genommen. Er trug einen stark zerknitterten Reiseanzug aus hellem Tweed und ein ruiniertes Oberhemd ohne Krawatte. Ein eitler Mann mit gepflegten Casino-Manieren
war er in diesem Anzug und mit seiner kleinsten Reisetasche erschienen zu, wie er meinte, kurzem beratendem Aufenthalt. Vom Baron im Kuhstall zu in Empfang genommen, Drachenberg überwachte gerade das Mittagsmelken, um die Angaben der Milchmenge zu kontrollieren, hatte er sofort, dass Fräulein Robock neben sich im Einspänner über Land gemusst, die umliegenden Dörfer nach zur Gutsassistent geeigneten autochthonen Bauernsöhnen mit ordentlicher Regimentszugehörigkeit abzusuchen. Dabei waren ihm anlässlich einer der landesüblich unvermeidlichen, den Abschluss jedes Vertrages oder Geschäfts besiegelnden Laufereien Krawatte und Perle abhanden gekommen, und die unverwüstliche Robock hatte ihn mit Mühe vor dem Schicksal retten können, am nächsten Morgen unter dem Tisch des Gemeindescholzen aufzuwachen. Die fünf passenden jungen Männer aber waren inzwischen gefunden und mit auskömmlich bemessenen Anfangsgehältern eingestellt. Jetzt wurden Feinfuchs die vordringlichsten Zukunftsaufgaben in den Bleistift diktiert. Er notierte, nahm selbst die Zumutung, den ruinierten Dampfflugsatz von Volbrane noch vor der Getreideernte in gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen, wortlos hin und erhob nur einmal Widerspruch, ob nicht der massenhafte Ochsenkauf von einem der jungen Leute erledigt werden könnte. Er selbst werde sich damit zweifelhafte Beinamen wie Herero Großfürst, Kaffernhetmann und Ochsengottlieb einhandeln und, mit solchen Titeln geschmückt, nicht mehr in Konschenburg blicken lassen können. Das sollen sie auch nicht, erklärte Drachenberg behaglich, und der Inspektor zuckte erschrocken zusammen. Nicht solange Frau von Latour bei ihren Eltern in Schmogrow sitzt. Und sie kommt ja leider alle Nase lang. Meine Frau wird dafür sorgen, dass ihnen alles Lebensnotwendige baldig zugeschickt wird. Frau, Kinder, Krawatten, Oberhemden, Hosen, Stiefel und so weiter. Seine Stimme wurde plötzlich streng und scharf. Der Schmogrower Roman ist zu Ende. Sie wissen? Feinfuchs, blass bis in die Lippen, murmelte nur. Wir lieben uns, Carlotta, große Liebe, Schicksalsmacht, das Übrige blieb Gottlob unverständlich. Auch das noch. Drachenberg dachte an das in Unschuld schimmernde Frauengesicht, mit der reinen die armen Stirn und den allerdings sehr unruhigen Augen, die leistungsfähigste Nymphomanin der Provinz. Der belämmert reinschauende Feinfuchs begann ihm leid zu tun und er entschloss sich, ihn mit heilsamer Härte anzupacken. Sie reden dummes Zeug, Verehrtester. Er erhob sich aus dem krachenden Sessel abrupt zu drohender Höhe. Ein Wort unter Männern, wenn Sie freundlich gestatten. Der Inspektor, gleichfalls aufgestanden, hatte, ohnehin arg zerknittert, einem gewitterlichen Platzregen standzuhalten, in den sich unziemlich dicke Hagelkörner mischten. Bei Ihnen wird demnächst der Reserveleutnant fällig sein. Und ein ordentlicher Mann steigt schon normalerweise nicht in Unterhosen, die vor ihm ein kriegsstarkes Bataillon getragen hat. Er tut das erst recht nicht, wenn diese klebrigen Pantalons von einer niederträchtigen alten Wachtel, einem vollkommen ahnungslosen, kuppelsüchtig in den Schrank geschoben worden sind. Wenn Sie den Obersten von Latour trotzdem partout dazu zwingen wollen, sich mit Ihnen zu schießen, dann nicht mehr als mein Beamter. Sieht man Sie nochmal mit seiner Frau zusammen, sei es auch im harmlosesten Café, dürfen Sie das als Signal zur fristlosen Kündigung betrachten. Und ich werde dafür sorgen, dass Sie rechts der Oder nicht mal als Molkereiverwalter mehr unterkommen. Von einer starken Medizin darf man füglich nicht auch noch Schmackhaftigkeit erwarten. Das kreidebleiche Gesicht des Inspektors vor Augen war Drachenberg zufrieden abgereist. Durch Anweisung für die zur verantwortlichen Rechnungsführerin ernannte Robock war Feinfuchs bisheriges Gehalt von jährlich 4.000 nebst üblichem Deputat angesichts der neuen selbstständigen Tätigkeit auf 6.000 und das anderthalbfache der Naturalleistungen erhöht. Hinzu kamen der Administratorentitel und das Volbraner Haus mit seinen 14 großen Räumen als Dienstwohnung. Lauter nicht unbillige Beiträge zur Wiederherstellung eines stark beschädigten männlichen Selbstgefühls. In Zuge musste er noch ein paar Mal an die mannstolle Carlotta denken. Seine Frau in Jaschin nannte die junge Schmogrowska ein entsetzliches Weibstück
dessen offensichtlich verrückter Hemmungslosigkeit irgendwann so oder so ein Ende gesetzt werden müsse. Friedrich der Große habe aus ähnlichen Anlässen die eigene Schwester zur Stiftäbtissin degradiert und die Frau des Thronfolgers in Küstrin sistieren lassen. War, aber die Welt war inzwischen weichherziger oder, wie der Schullehrer Woyzeck triumphierend behauptete, menschlicher geworden. Und noch menschlicher müsse sie werden, pflegte der liberale Woyzeck voll heiligen Eifers fortzufahren. Ein seltsames Begehren, wie Trachenberg schien, ein abstruses Begehren, da doch die Menschennatur selbst so ersichtlich unverändert geblieben war, unabänderlich bedürftig des Gesetzes und des Gehorsams vor dem Gesetz, wenn anders nicht das geheime Chaos in jeder Brust ein brüllendes Chaos draußen gebären sollte. Und es war das Chaos, das der Baron tiefer verabscheute als irgendetwas anderes auf der Welt. Der aus Wien kommende Schnellzug, den er in Ratibor eben noch erreicht hatte, passierte Kosel und Kanjin ohne Aufenthalt und fuhr schaukelnd und polternd nach Norden Oppeln zu. Die steif gestärkten Spitzengardinen des Erste-Klasse-Abteils zuckten wie die Hände des geschnitzten Kapellmeisters auf dem Leierkasten des invaliden Kowolik daheim. In Staubwolken gehüllte Kalkwerke flogen am Fenster vorbei. Der Gipfel des Annabergs am Horizont, ein grün bemoostes, zerbrochenes Ochsenjoch mit dem weißen Punkt des Franziskanerklosters an der Bruchstelle, rückte langsam nach Süden weg. Drachenberg fühlte sich plötzlich daran erinnert, dass es irgendwo Mönche gab, die ihr Leben dem stellvertretenden Gebet gewidmet hatten, immerwährendem, fürbittenden Gebet für alle Lebenden und alle Toten, die Stifter des Chaos eingeschlossen. Eine furchterregende Aufgabe, Selbstaufgabe. Ein wahrer Segen für den Einzelnen, der vor seinen Christenpflichten dann und wann versagen musste. Er selbst, Friedrich Wilhelm Trachenberg, wüsste nicht gerade wenige zu nennen, für die mit guten Wünschen er seinem Schöpfer auf keinen Fall hätte kommen mögen. Er würde allzu grausam heucheln müssen. Zuweilen und soeben wieder beschlich den weltfrohen und lebenstüchtigen Yashiner der Verdacht, es möchten die Lehren der römischen Kirche im Ganzen längst so schlecht nicht sein, wie man sie in Preußen oft und gerne machte. Dann schüttelte er die philosophische Anwandlung entschlossen ab. Wichtiger war es im Augenblick, sich darüber Gedanken zu machen, wie Carola beizubringen sei, dass Trojufka und Wolbrane keineswegs in Stützpunkte kämpferischen Deutschtums verwandelt worden waren. Eben dies zu tun, hatte seine Frau von ihm verlangt, und er hatte in den stoischen Gleichmut, den er allen absurden Erwartungen entgegensetzte, nicht bedacht, dass hier ein Kopfnicken, dort eine Handbewegung womöglich als Zustimmung gewertet worden war. Dies war ihm soeben erst schrecklich aufgegangen. Drittes Kapitel. Der Wirtschaftshof des Dominiums Yashin lag am östlichen Ende des gleichnamigen Dorfs, eine deutsche Meile von der Kreisstadt entfernt. Stallungen, Scheunen, Maschinenschuppen, Brennerei, Molkerei, das Remisengebäude mit den Werkstätten für Stellmacher, Hofmaurer und Schmied, all das massiv aus den gebrannten weißen Tonsteinen eines gutseigenen Ziegeleivorwerks errichtet und mit leuchtend roten Pfannen gedeckt. Nach Osten hin schoben sich von einer Feldsteinmauer umschlossen die Obst-, Beeren- und Gemüseplantagen der Hausfrau sowie parkähnlicher Baumbestand gegen 150 Meter tief in die Felder hinein. Jenseits der alten Salzstraße Lüneburg-Krakau-Samarkand, die als breiter Sandweg südlich des Hofes verlief, zogen sich Fohlen- und Remontenkoppeln das flache Wiesental zu beiden Seiten des Pratwarbaches entlang. Das Herrenhaus war vom Hof her nur an den vier niedrigen Säulen auszumachen, die vom verjüngten Ende der durch Baumpark geschlagenen Sichtschneise herüberleuchteten. Erst wenn eine Besucherkutsche schon das letzte Stück der kopfsteingepflasterten Auffahrt hinanholperte, gab Haus Yashin
sich in seiner ganzen mächtigen, weißgetünchten Schlichtheit zu erkennen. Das Erdgeschoss und der dickbeinige Portikus stammten aus dem 17. Jahrhundert. Anno 1838 hatte Levin Erdmann Trachenberg, Landrat zu Konschenburg, aus jenen Geldern, die von den befreiten Bauern als Ablösung an ihre vormalige Erbherrschaft zu zahlen gewesen, anderthalb nicht minder massige Stockwerke darauf gesetzt, kein Schnörkel an der von den Reihen nicht allzu große Fenster beherrschten Fassade, die steinernen Wappenschilde über den mittleren Säulen Zeichen, nicht Dekoration. Die Trachenberg waren Junker und wollten nichts anderes sein. Sie ehrten den König, mieden seinen Hof und hielten auf das ihre. Das Leben in den geräumigen Gemächern wären meiste mit robuster Schlichtheit eingerichtet und zwischen Mitte Oktober und Mitte Mai auch durch emsiges Heizen kaum jemals auf mehr als 16 Grad zu erwärmen waren, wurde von jenem strengen und einfachen Rhythmus bestimmt, der sich aus dem natürlichen Zusammenklang gutswirtschaftlicher Erfordernisse, bewährter Traditionen und der Festigkeit des Trachenbergschen Familiencharakters ergab. An all dem hatte sich nicht das Geringste geändert, seit man hier nicht mehr auf den angestammten 4.000, sondern auf 12.000 hochbonitierten Morgen saß. Nein, es gab keine teure neue Frisur auf der Baronin Carola vom immer gleich schlichten Haarkranz gekrönten Haupt, keinen grünen Smoking in Friedrich Wilhelms Garderobenschrank. Der Arbeitstag der Hausfrau begann sommers um 5:30, winters um 6:30, der des Hausherrn jeweils eine halbe Stunde später, er endete zwischen 9 und 10 Uhr abends mit dem Schlafengehen. Im November oder Dezember folgte dem großen Kesseltreiben auf den Feldern ein ausführliches Schüsseltreiben daheim. Im Februar gab man ein formelles und vorzüglich bestücktes Diner. Im hohen Sommer ein zuweilen etwas tumultuarisch endendes Krebsessen für die Herren mit und ohne Tritt aus der weiteren Nachbarschaft. Ich überschlage jetzt ein paar Seiten, in denen was steht, was du kennst, nämlich die Geschichte von der Neujahrskur, und fahre dann folgt. Mama sieht aus wie Turm der Trapper, hatten Joachim und Albrecht oft gesagt, wenn ihre Mutter die zwiegeschwänzte Rotfuchskappe auf der schlichten Frisur winters über den Hof zu den Geflügelstellen ging, um das Wohlbefinden der chinesischen Flugenten zu überwachen. Die ruhige Freda erlaubte sich derartige Sottisen nie, dafür hatte sie ihren dicken Schädel. Inzwischen waren alle drei zu jungen Leuten herangewachsen und machten sich zu ihrer Mutter vorsichtiger Zufriedenheit. Freda schrieb ihre wöchentlichen Briefe erst auf dem Lausanner Pensionat, wo es ihr geschwätziger französischer Zimmerkameradinnen unter hohen Berge wegen nicht so besonders gefiel. Dann aus dem englischen Cornwall, dort nahe der Atlantikküste, verbrachte sie ein Anschlussjahr bei der ländlichen Familie, deren pfeiferauchendes, whiskytrinkendes und schweinezüchtendes Oberhaupt ihr Vater gelegentlich eine Landmaschinenausstellung in Manchester kennengelernt hatte. Die Baronin, die alle Kinderbriefe als erste zu lesen pflegte, fand Lobendes über Cornwall und Berkshire-Schweine, Kritisches über englische Hetzjagd und preisenswerterweise kein mitfühlendes Wort zu Vetter Andreas Schicksal darin, obwohl fest damit zu rechnen war, dass boshafte Freundinnen Freda über den haarsträubenden Verlauf seiner einjährigen Zeit bei den Oppelner 63ern informiert hatten. Nein, an der Tochter war nichts auszusetzen, zumal da sie auch im ungeliebten Lausanne alles, was sich ihr dort an neu und fremdartigen Geboten mit gewohnter Gründlichkeit aufgenommen hatte. Stark beunruhigt indessen fand sich Carola Trachenberg jedes Mal, wenn sie an ihren ältesten Sohn Albrecht dachte. Der designierte Erbe des gesamten Güterbesitzes war nach bestandenem Abitur zu seinem Vater gekommen und hatte gebeten, zugunsten seines Bruders Joachim auf das Erbe verzichten und sich ganz auf eine militärische Karriere konzentrieren zu dürfen, wovon niemals zuvor auch nur mit einem Sterbenswörtchen die Rede gewesen war. Soldat sein auf Dauer war gänzlich unüblich bei Trachenbergs,
und jähe Entschlüsse für die nähere Begründung entweder verweigert wurde oder nicht zu geben war, widersprachen dem Familiencharakter womöglich noch mehr. Außerdem war Albrecht seinem Vater nicht bloß jetzt schon über den Kopf gewachsen, er war so plump, so ungeschlacht mit langen Armen und hängenden Sackträgerschultern. Die Baronin sah in diesem Sohn den eigenen Vater, den alten Lofkowitzer General, schaudernd wieder auferstehen. Nein, Albrechts Entwicklung war ihr in höchstem Maße unangenehm. Jedenfalls stand Albrecht jetzt als Leibgrenadier in Frankfurt-Oder, während der schlanke und elegante Joachim als Bonner Borusse sein vorgesehenes Jurastudium mit ein paar zusätzlich belegten landwirtschaftsnahen Nebenfächern absolvierte. An Joachim hatte Carola lediglich etwas zu geleckte Glätte im Umgang und Wesen zu beanstanden. Andererseits dürfte ihm gerade dies jene Damengunst eintragen, die sie ihm in reicher Fülle anwünschte, damit ihm die polnische Irina Slata aus Buso aus dem Blickfeld geriete. Dies also waren der Baronin Trachenberg Kindersorgen. Gänzlich und unproblematisch verlief dagegen die Entwicklung in Trojówka und Wolbrane, deretwegen es zunächst eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten gegeben. Jetzt gab Carola gern zu, dass Friedrich Wilhelm recht gehabt und behalten hatte, nur ein kleiner Rest nicht zu überwindenden Misstrauens gegen die Polackenwirtschaft, die ihres Erachtens zu allen möglichen Übel führen konnte, war in ihr wach geblieben. Immerhin, Flockenfabrik und Sägewerk waren instand gesetzt und arbeiteten einwandfrei und einträglich unter der Leitung zweier ausgedienter einheimischer Unteroffiziere, eines Wachtmeisters der Eisenbahntruppe und eines Pionierfeldwebels. Neue Verträge mit der Zuckerfabrik und der Flachsröste waren abgeschlossen und, was fast noch mehr bedeutete, vom agilen Feinfuchs schon im ersten Jahr ihrer Laufzeit pünktlich und vollständig erfüllt worden. Auskömmliche Produktenpreise hatten bewirkt, dass der lästige, weil zu teure Bankkredit schon mit der ersten Ernte abgetragen werden konnte. Stetig steigender Bodenwert ließ die übrigen Lasten in ihrer Bedeutungsschwere schrumpfen, wie Märzenschnee im Frühjahrsregen, und in der Endabrechnung für 1912 erschien zum ersten Mal ein bescheidener Posten Reingewinn. Er wäre nicht weiter bemerkenswert gewesen, hätte er nicht fast auf die Mark genau dem Erlös für 40 schwere Fleischochsen entsprochen, die unterm Joch ins Geld gewachsen und durch jüngere von den Jaschiner Koppeln ersetzt worden waren. Auf diese Weise machte das Jahr 1912 wenigstens für Jaschin wieder gut, was sein Herbst an sorgenvoller Unruhe über Stadt und Landkreis Konschenburg gebracht.